Hallo Leute, hier ist Lorenzo Zorro. Moment, ist mal das. Nee, ich kann mich nicht weiter wegmachen. Logisch. So. Zack. Ah, egal. In diesem Video geht es darum, dass ich eine kleine One Piece Sammlung besitze. Und diese werde ich jetzt vorstellen. Das ist der 400 Abonnent Special Part 2, würde ich mal sagen. Ja. Kann ich es vielleicht heller machen mit einer. Ja. Mit einer Taschenlampe. Ich weiß nicht, eigentlich ist nicht so schlechtes Wetter draußen. Aber die Kamera, die macht alles sehr dunkel. Aus irgendeinem Grund. Komische Taschenlampe gern. So eine komische Fahrradlampe. Ich weiß nicht, was mit der los ist. Ich glaube, die funktioniert manchmal auch nur noch aus Mitleid. Ah, hier haben wir es. Ja, wir haben hier zweimal Band 1. Dann einmal hier 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich habe dieses Video schon versucht mehrfach aufzunehmen und da waren 20, 21, 22, 23, 19 und 18 irgendwie direkt nach 10 eingeordnet. Ich weiß nicht, wer das war. Ich bestimmt nicht, denn ich mache solche Fehler nicht. Irgendwie sonst alles richtig? Ja, sieht aus. Sieht nochmal, zack, alles dabei, glaube ich. Drunter habe ich jetzt noch so ein komisches Tischtuch gepackt, weil irgendwo hin musste das, ja. Das habe ich nämlich auch von meinem Vater aus Japan bekommen. So, dann haben wir hier 41 und so weiter. Hier 43, der erste Band, den ich mir gekauft habe. Ein besonderes Stück meiner Sammlung. Der ist sehr zerfleddert, leider schon. Ja, dann haben wir hier die ganze Whitebeard-Saga, Fischmenscheninsel und das neue Pankhazard. Dann hier die 5 Special-Bände, Strong World 1 und 2 und Wanted. Auch ein wunderschönes Ding. Noch so ein komisches Tischtuch. Übrigens unter meinem Laptop auch. So, jetzt hier oben. Erstmal so ein Schlüsselanhänger, der ist leider ein bisschen abgerissen. Dann haben wir hier Ruffy aus so einer Überraschungsbox für Figuren. Hier ist übrigens noch einer. Ich habe mir nämlich zweimal das gleiche gekauft und zweimal den gleichen bekommen. Naja, jeweils war auch so ein Franky-Arm-Teil dabei. Interessant irgendwie, dass die das da reinpacken. Naja, dann haben wir hier den allerbesten Leonard Zorro als ziemlich große Actionfigur. Eigentlich war ich nie ein Fan von Actionfiguren und von Superhelden oder ähnlichem, aber irgendwie von One Piece muss das natürlich auch mal sein. Haben wir hier Ace als Minifigur, Chibi-mäßig quasi. Hier Trafalgar Law, den ich auch relativ geil finde. Da hatte ich mal ziemlich Glück bei so einer Überraschungsbox. Hier eine Figur von Ruffy als Piratenkönig, ich weiß nicht, wahrscheinlich. Dann hier das gekaperte Marineschiff mit Ruffy, Crocodile und Buggy, dem Kloven. Gut. Dann haben wir hier One Piece, der Film, Teil 2, Teil 3, Teil 4, der schlechteste von allen, Teil 6. 5 habe ich übersprungen, aber der 6. One Piece Film ist der schlechteste Film, den ich mir je angeschaut habe. Und ich habe mir, okay, zu meiner Verteidigung muss ich sagen, ich habe mir nicht so viele Crap-Filme angeschaut, aber da teilweise Bartgruß und solche Sachen, das ist zu viel für mich gewesen. Auch dieser Endboss-Kampf gegen die komische Blume, das war so ein Scheiß, das hat mit One Piece gar nichts mehr zu tun gehabt. Dann haben wir eine wunderschöne Tasse, ein paar, Karten vom One Piece-Kartenspiel, das so eine Art Yu-Gi-Oh! War. Hier haben wir zum Beispiel die Flying Lamb-Karte. Und boah, hier haben wir nochmal Ruffy und dann Chopper, Zorro, ja. So viel dazu. Davon habe ich mir eben auch mal ein paar gekauft. Dann haben wir hier One Piece Gigant Battle, One Piece Animated Cruise SP 1 und 2, Color Walk 1 und 2, so zwei Bände, die mal jemand irgendwie in Schrift gefasst hat. 10, 11, 12 als amerikanischer Supermanga, 23 mit goldener Schrift, 43 auch nochmal als englischer, 67 als englischer, weil ich da gerade in Amerika war, und hier zwei französische, dann Unlimited Cruise 1 und 2 für Wii und für die PlayStation 3, die ich nicht besitze, und Peace Pirate Warriors. Pirate Warriors 2 werde ich mir wahrscheinlich nicht kaufen, und ja, naja. Hier haben wir so eine wunderschöne Tasche, in die man sein Handy reinpacken kann. Habe ich hier unten habe ich auch schon alle gezeigt. Naja, habe ich. Oder? Mit Strong World und Wanted? Ich denke schon.
das jetzt so oft hintereinander schon versucht und es ist nicht gelungen, dass ich nicht mehr genau weiß, was ich jetzt geschafft habe und was nicht. Dann haben wir hier ein, falls man das erkennen kann, da habe ich mal in Kunst einen Ton, aus Ton ein Impact-Dial gebaut. Also, wenn ich mir jetzt das hier so an die Hand dran binden würde mit einem Verband und Leute damit, das würde bestimmt klappen. Da könnte ich sogar Teufelsfruchtnutzer zum Beispiel besiegen. Okay, dann haben wir einen Kalender. Zack. Ein paar Buttons. Hier habe ich auch ein paar drin geheftet in Aktion an meinen Rucksack. Zack. Hier haben wir noch so ein Ding, was ich mir mal geholt habe. Hier eine. Das ist ein bisschen blöd. Da hat jemand offenbar tatsächlich sich die Mühe gemacht, so ein Ding aus dem alten Hemd herzustellen, indem die das draufgesprüht haben und so weiter. Und hat es dann am Bahnhof aufgehangen. Und ich habe es dann einfach mitgenommen. Ist natürlich asozial. Aber ich hatte dann als Idee, was ich leider nicht durchgezogen habe, ich weiß nicht warum, wahrscheinlich einfach nicht dazu gekommen, nicht die Materialien oder sonst was, dass ich eine Marineflagge stattdessen dahin hänge. Die wäre auch leichter gewesen zu machen. Naja. Habe ich leider nicht gemacht, schäme ich mich ein bisschen für. Hier haben wir so ein von der Spardose, von dem Spardosenschiff, das war nämlich eine Spardose auch noch zusätzlich, die Verpackung hier von der riesigen Zorro-Dings mit der Tasse in Verpackung drin und so ein paar kleinen, hier der von One Piece Unlimited Cruise SP. Gut, dann schwitze ich mal ganz schnell rüber hier zu den Posters, die ich hier habe, hauptsächlich von Filmen, auch von diesem Scheißfilm, dieser größte Scheißfilm. Ich hasse diese Blume, ich hasse sie. Naja, dann eine aus Holz geschnitzte Flying Lamp. Also es ist auch ein bisschen was selbstgemachtes Praktisches dabei, gleich kommt noch was. Dann haben wir hier, zack, bisschen was Gezeichnetes, zack, da dieses wunderschöne Plakat aus dem Chopper-Film. Genau, hier eine selbstgemachte Ruffy-Figur, Moment. Versuch sie möglichst wegzuhalten und irgendwie noch, zack, hier, da, so sieht die aus, die habe ich mal in Kunst gemacht. Lässt leider irgendwie auf den Kopf hängen. Hier noch was selbstgezeichnetes, zack. Ich finde, das gehört auch alles zu einer Sammlung, wenn man ein bisschen was selber dazu packt. Ach, hier, das passt zwar überhaupt nicht dazu, im Hintergrund ist noch ein Chopper-Button, aber ein Blumanda, was ich mir mal für 5 Cent gekauft habe. Übelstes Schnäppchen. Egal. Dann, zack. Passend zu diesem wunderschönen Cosplay-Outfit habe ich hier natürlich noch 3 Schwerter. Und das müsste auch gewesen sein. Ich könnte natürlich hier auch noch meine richtigen Schwerter zeigen, die allerdings alle stumpf sind leider. Sonst hätte ich schon längst damit dem einen oder anderen mal meine Meinung erzählt. Um es mal passiv neutral auszudrücken. Egal. Nee, Quatsch. Dann haben wir hier noch ein paar andere Manga, weiß nicht, ob es irgendwen interessiert, ein paar Toriko, 2 Soul Eater, hier ein Yu-Gi-Oh! Und dieses eine, das nicht mal Erwähnung finden darf. Eine wunderschöne CD auch. Egal. Dabei wären wir auch dann schon am Ziel angekommen. Ich glaube, hier, ja gut, das war's dann auch. Also bis dann, ciao. Ach, ich habe noch nicht gezeigt hier diese wunderschöne Sache von meinem Geburtstag, passend zum Hintergrund laufenden Beatles Radio Happy Birthday Song. Naja, egal. Falls man den überhaupt hört, ich weiß nicht, man müsste eigentlich die ganze Zeit irgendwas hören. Hier, 20. Oktober bin ich geboren. Gab's witzigerweise in Japan zu jedem Tag irgendwie so ein Ding. Fand ich cool, dass mir mein Vater das mitgebracht hat. Ja. So viel dazu. Und, bis dann, ciao, euer Lonus Weizero, das war's von mir. Tschüss.